So, wir kommen zurück. Man hier auch irgendwie Schiffe kaufen kann. Schützt dein Outfit auch vor Lasern? Wenn nicht, geh lieber einen Schritt zurück. Wir sind leider im Rückstand. Ungezieferentfernung läuft. Vorsicht! So. Jetzt irgendwie. Gut. War ein netter Tapetenwechsel. Wie schätzt du dieses Abenteuer ein? Großartig? Fantastisch? Ein Ereignis für die Ewigkeit. Ich würde sagen, ja, ja, ja. Oh Mann. Warum haben wir den überhaupt mitgenommen? So, gehen erstmal auf Karte. Alles werden. Sie wahllos Leute an. Haus Varun unterhält zwar Beziehungen zu den anderen Fraktionen, aber sie haben keinen Einfluss auf die Fanatiker. Sagen Sie. Nein, keinerlei Signale. Und wenn Sie hier ein Vanguard-Schiff gesehen hätten, wären Sie auch nicht so ruhig. Nein, aber etwas anderes vielleicht. Es schwebt ein UC-Satellit beunruhigend nah an diesen Varun-Schiffen.
Wenn wir nah genug herankommen, können wir die Logs herunterladen und herausfinden, wohin unser Vanguard unterwegs war. Richtig. Minimale Energie. Langsam. Wir schnappen uns die Satellitendaten und springen weg. Weg ist weit runter, um nicht entdeckt zu werden. Systeme wie Waffenschilde und so weiter verraten dich. Um so weit wie möglich verwarnen. Begib dich in Entfernung maximal 500 Satellitenbarge, damit du uns bewegen kannst. Okay. Also. Antriebe auf 1. Das ist die Satellitenbarke. Gut. Dann sollte das eigentlich von alleine laufen. Ich weiß nicht, wie weit die weg sind. Oh, große Schlange. Segne diese Gemeinschaft, damit wir Jinan Varun folgen können. Er sprang aus dem Sol-System ins Jenseits und berührte deine Großartigkeit. Er erfuhr die Wahrheit über die Verhüllung, die kommende ewige Umarmung. Du belohnst die Versprochenen und verbannst die Verfluchten in die Schatten. Weiß ja nicht, was passiert, wenn wir jetzt Boost drücken. Herum wurde vor Ewigkeiten verlassen. Und in den alten Sternenwerften wimmelt es von Spacern und Plünderern. Sollen wir jetzt zur Erde?
Schiffe hergestellt. Die Module werden immer noch verwendet, obwohl die Sternenwerft seit langem stillsteht. Halt die Waffen griffbereit. Man weiß nie, wer hier sonst noch plündert. Okay, du kannst deine meisten Sternenstationen in Schiffen andocken, um sie zu betreten. Du musst ein Schiff im Hut auswählen, danach genug Anflügen auf oder so andocken wahrscheinlich. Okay. Wir gehen auch wieder mal ein bisschen auf Schilde. Kraft können wir eigentlich auch was lassen. Antriebe lassen wir auf 3. Oh. Komm, Antriebe auf 4. So. Okay, dann docken wir mal an. Sich die Luken beim Andocken perfekt aneinander schmiegen. Oh Mann. So. Heben wir sofort ab oder willst du noch warten? Was? Wie kann ich zwei dienen? Schritte rein und schon haben wir eine Leiche. Okay, es ist nicht Vanguard Moara. Die Spacer haben hier wohl rumgesucht und da kam jemand anders, um Hallo zu sagen. Ach, du wirst noch öfter Spacer losbekommen. Sie plündern verlassene Anlagen und erschießen alle, die ihnen in die Quere kommen. Sie sind sogar noch weniger organisiert als die Crimson Fleet. Verzweifelte Gruppen, die plündern und töten, um zu überleben. Wartung. Galaktik. Das Kraken. So gut dafür, eine Schiffswerft zu plündern. Gut gekämpft. Wieso haben wir sie schon gekriegt? Nehmen wir, was wir kriegen können. Und Rucksack noch mit. Ich glaube, wir nehmen einfach alles mit. Yeah.
glaube, das sollte es gewesen sein. Schale mit medizinischen Proben. Okay, dann schauen wir doch mal hier rein. Die mal auf die 5. Mal ein bisschen rumprobieren, was haben wir denn? Das ist so ein Ding, okay. Schrott mit. Heute ist der falsche Tag, um mich zu super.
Herz plus. Das wird böse für dich enden. Kommt schon, lass die Spielchen. Kaffee, Kick und Limette. Security, was? Mensch, ist schon eine Chance. Hm? Jetzt noch hoch. Unten haben wir auf jeden Fall noch was. Der hier ist. Passt nirgendwo. Der passt hier. Der würde hier gehen. Würde den auch überlagern. Der passt hier. Passt nur hier. Der passt auch nur hier. Passt nur hier. Ich den jetzt reinschieb. Aber so einen haben wir nicht.
Okay. Ach so, haben wir neue Klamotten? Abhängig von deiner Gesundheit bist du plus 100 Energieresistenz und physische Resistenz, okay? Hallo, lass mich mal hier durch. Vanguard Moara. Sorry, wenn ich ein paar Sachen der UC ausborgen musste, aber die Sternenwerft wurde überrannt. Habe mein Schiff geflickt und bin unterwegs zum Neptun. Werde noch einmal darum bitten, dass die Fleet hier rauskommt und sich um die Spacer kümmert. Aber bis dahin, wenn einer von euch Verbrechern zuhört, ich bin der Geist, der euch in der Nacht euer Zeug klaut. Haut ab, solange es noch geht. Okay. Er fordert die Spacer ja fast heraus, ihn zu jagen. Kein
kein schlechter Plan. Die Chancen, eins ihrer Schiffe zu zerstören, stehen viel besser, als gegen sie alle zu kämpfen. Feuer frei! Tropisches Kühlmittel. Da waren wir schon, ne? Ja, jetzt müssen wir hier rüber. Hier waren wir dann. Okay. Was hat der Schalter? Ach so. Sei lieber gründlich. Was sagst du, ich soll nicht in den Scheiß mitnehmen, jetzt soll ich gründlich sein. Zeugungsding, da kommen die Bullen nochmal mit. Dann geht es wohl zum Neptun. Tschüss. Ja, tschüss. Zeugungschancen. Der Deckel. Ja, wir brauchen auf jeden Fall viel Gesundheitszeug. Oh, bis an Bord. Brustding, Regenerator. Oh, hier regeneriert viel. Mit. So viel mit sich herumschleppt, ist schlecht vorbereitet. Ah, ja. Oder gut, in meinem Fall, ne?
Wie haben wir denn jetzt? Okay. Gesundheit. 11 Gesundheit, 4 Gesundheit. Boah, lassen wir das mal so. Und als Beherrscher und Freunde werden. Geh doch mal. Wir müssen hier schnell noch was kochen. Gut. Damit würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Bis dahin. Tschüss.